So schnell kann es gehen, da bringt man eine News raus und schon kommt das nächste Ding hinterher. Und zwar hat Nintendo jetzt bestätigt, dass man Konsolen, die mit Homebrew betrieben werden, also egal ob 3DS oder Nintendo Switch, ab sofort gesperrt werden. Das ist nun jetzt auch bei der Nintendo Switch definitiv der Fall, denn hier haben sich mehrere User zu Wort gemeldet, die den Fehlercode 2124-4007 haben. Solltet ihr den Code haben, steht darunter, dass die Konsole von Nintendo eingeschränkt wurde und sie wird nicht mehr durch den Kundenservice freigeschaltet. Das hat natürlich mehrere Auswirkungen. Nicht nur, dass ihr nicht mehr online spielen könnt, sondern ihr könnt auch nichts mehr aus dem eShop runterladen. Das heißt, alles ist dann gesperrt. Und die Konsolen werden zusätzlich per Hardware-ID gesperrt. Das heißt, auch wenn ihr die in den Originalzustand wieder zurücksetzt, gibt es keine Chance mehr. Die sind bei Nintendo sozusagen blacklisted. Beachtet dabei auch, es sind auch Sachen wie Patches, Content-Updates oder aber auch zusätzliche Spielinhalte, die ihr ja für einige Spiele wie zum Beispiel L.A. Noir braucht. Überlegt es euch zweimal, ob ihr das machen wollt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr gut. Klar ist Homebrew immer eine tolle Chance, um eine Konsole über die Möglichkeiten hinaus zu erweitern. Allerdings zieht sie auch magisch Raubkopierer und Cheater an. Und wer will schon Cheater bei einem Splatoon oder bei einem Mario Kart haben? Ist das vielleicht zu hart von Nintendo oder seht ihr das genau als richtig an? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Wenn ihr mich unterstützen wollt, unten Amazon-Links klicken und mich dabei unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.